Jo Freunde, willkommen zu diesem Video und zur nächsten Herausforderung. Diesmal sind es hier die Ghostbuster-Herausforderungen und das Ganze ist einfach hier, platziere Seismographen in Misty Meadows oder Catty Corner. Ich habe schon 1 von 3 gerade, da wurde ich gekillt. Ich würde euch empfehlen trotzdem Catty Corner, weil die einfach näher zusammen sind als bei Misty Meadows. Um das freizuschalten, müsst ihr natürlich erstmal hier den Arrestspezialisten besuchen. Der befindet sich hier auf der Karte unten bei Camp Cod, einfach hier in dieser Scheune neben dem Ghostbuster-Auto und da müsst ihr hin, da müsst ihr den natürlich anschauen. Quatschen, wie sonst auch immer, und dann die Aufgabe freischalten. So, ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Einfach diese Seismographen und ja, wenn euch das Ganze gefällt und vor allem auch hilft, dann tragt uns super gerne meinen Creator-Code iPlayTobi im Itemshop ein. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Catty Corner und ich zeige euch direkt mal den ersten Seismographen. Da fange ich am besten einfach hier von oben an, denn den letzten hatte ich schon eingesammelt, deswegen fange ich von der anderen Seite an und der ist direkt hier oben in Catty Corner selber. Ich lande mal kurz auf dem Dach, gönne mir noch eben eine Waffe hier, damit ich nicht ganz schutzlos bin. Und der erste ist auf jeden Fall da unten. So sieht das Ganze einfach aus, also mitten in Catty Corner hier drin. Das ist einfach ein Seismograph. Ich markiere es mal eben für euch. Das ist nämlich direkt hier. So, einmal hier Catty Corner ist hier. Und wir müssen einfach direkt hier oben rein, da wo mein Pfeil ist. Da ist der erste Seismograph. Einfach hier Viereck drücken, dann seht ihr schon, platziere Seismographen, ist fertig. 2 von 3. Dann laufen wir einfach hier rüber, mitten auf der Straße vor diesem Wiederbelebungsbus. Da finden wir den zweiten Seismographen. Auch einfach hier hin, kurz, zack, einmal platzieren, drücken, fertig. Dann habe ich schon sogar schon 3 von 3. Und der letzte, den ich nämlich schon hatte, der ist einfach hier nochmal geradeaus. Und dann hier direkt hinter der Werkstatt. Dort liegt dann der dritte. Wie gesagt, den hatte ich schon eingesammelt. Der ist genau hier an dieser Stelle, befindet er sich. Dort könnt ihr dann auch einfach Viereck drücken, den einsammeln und damit die Aufgabe auch abschließen. Also einmal hier oben, dann hier auf der Straße und dann direkt einmal hier hinter der Werkstatt. Das alle 3 Orte, wo ihr das machen könnt. Und ja, das war's auch zur Aufgabe. Hoffe, euch hat es gefallen und vor allem geholfen. Wenn ja, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.